Ich bin hier in Ehingen geboren und aufgewachsen und mir war eigentlich relativ schnell klar, dass ich den Hof, wenn ich ihn bekomme, übernehmen werde und weiterführen will. Und 1989 war das dann soweit, habe ich den Hof übernommen mit meiner Frau. Jetzt geht der Hof dann fast schon wieder an die vierte Generation. Nächstes Jahr ist es vielleicht soweit, dass der Philipp den Hof übernimmt. Und ihn hoffentlich auch erfolgreich weiterführen kann. Ja, wir haben da einen reinen Ackerbaubetrieb. Wir bewirtschaften biologisch seit 2016, bauen Urgetreide, hauptsächlich Urgetreide an, für den Hofladen, für meine Frau und bauen Zuckerrüben an, für die Zuckerfabrik in Rhein am Lech, was auch sehr regional ist, und bauen Kartoffeln an für die Abhofvermarktung. Und halt ein bisschen so Kleegras und solche Dinge. Ja, es liegt mir am Herzen, nachhaltig zu wirtschaften. Das wurde mir eigentlich schon in die Wiege gelegt von meinem Vater. Der hat auch schon immer nachhaltig gewirtschaftet und hat versucht, den Boden gesund zu halten und halt auch, also früher auch die Tierhaltung artgerecht zu machen. Das haben wir jetzt nicht mehr, aber der Boden liegt uns halt sehr am Herzen, weil wir haben nur eine Erde und wir haben auch nur einen Boden. Und den müssen wir halt pflegen, hegen und pflegen. Mit der Natur verbunden bin ich als Landwirt natürlich automatisch, weil ich jeden Tag draußen bin, in der Natur arbeiten darf. Ich genieße das. Ich habe schon oft zu ihm gesagt, wie kannst du was Landwirt machen mit so vielen Stunden Arbeit? Dann habe ich gesagt, ich sehe es nicht als Beruf, sondern ich sehe es eigentlich als auch ein Hobby von mir. Und so ist es auch, so fühlt sich das auch an und bin natürlich dann gern in der Natur, auch wenn ich nicht Landwirt bin. Wir gehen viel spazieren mit unserem Hund Carlo und ja, das eben das Wirtschaften oder das Arbeiten mit der Natur, in der Natur, die Verantwortung und vor allem das zu sehen, wie es gelingt, manchmal auch nicht gelingt, das klappt nicht alles, aber das ist eigentlich der Reiz und der Spaß an der Landwirtschaft und die Abwechslung. Und ja, also sage jetzt mal, auch jetzt durch die Vermarktung am Hof mit Verbrauchern ins Gespräch zu kommen und denen ihre Sorgen und Nöte zu kennen. Und ja, das ist das, was eigentlich den Reiz für mich ausmacht. Am Ende vom Landkreis Augsburg zu sein, ist auch nicht schlimm für uns. Es war ja früher mal der Altlandkreis Wörtingen und dann in der Gebietsreform ist das zu Augsburg zugeschlagen worden. Es hat uns nicht geschadet, im Gegenteil. Ich denke, wir haben uns schon, also unsere Gemeinde hat sich gut entwickeln können und auch die Betriebe hier ringsherum.